uns ja davor. Es ist ein Bolzplatz in der sengenden Hitze in der Pampa irgendwo in Argentinien. Dort gibt es mehr Rindviecher als Einwohner und ein paar Jungs kicken. Zwei Mannschaften werden gewählt und einer bleibt übrig. Der Schmächtigste, der Kleinste, der ist zwei Köpfe kleiner als alle anderen so. Und einer der großen Jungs schreit, ihr könnt den Hobbits da noch haben, wir spielen mit einem weniger, den Zwerg da. Und die großen Jungs, natürlich ohne T-Shirt in der Sonne, weil sie so cool sind, lächeln sich an und sie lachen ihn aus. Ihr könnt den Hobbit da noch haben. An der Seitenlinie steht der Vater des Kleinen und macht dieses Zeichen, Daumen hoch, was so viel heißt wie, passt schon, lass ihn nicht unterkriegen. Der Vater an der Seitenlinie signalisiert ihm, ich glaube an dich. Und dann beginnt der Zwerg Fußball zu spielen. Und die Großen lachen nicht mehr. Er macht sie alle nass. Der umkurvt die wie Slalomstangen und die Großen versuchen ihn zu faulen. Aber sie kommen gar nicht ran. Die kriegen ihn gar nicht. Er ist zu schnell. Der ist technisch viel zu versiert. Der ist total klein, aber er ist einfach großartig. Jungs, ich habe jetzt keine Ahnung, ob du was mit Fußball am Hut hast. Vielleicht hast du mit Fußball gar nichts am Hut. Manche sind ja auch der Auffassung, Jesus hat mit Fußball auch nichts am Hut. Da halten dann meistens die Ossis dagegen und sagen, stimmt gar nicht. Die Fußballschuhe von Jesus, das waren die Christstöllen. Andere sagen, das ist völlig so Quatsch. Nee, muss man nur die Bibel lesen. In der Bibel steht, Jesus war Basketballer, ganz klar, da heißt es, Jesus nahm das Brot und dankte. Ja? Egal wie. Egal wie, die Frage ist, diese Situation von dem Bolzplatz in Argentinien, die kenne ich nur zu gut aus meinem Leben. Dass es Situationen gibt, und ich habe das selber aus meinem eigenen Leben, ich habe das erlebt, dass andere lächeln oder den Kopf schütteln und sagen, Theo, der passt nicht zu uns, oder der packt es eh nicht. Oder noch schlimmer, auf den können wir verzichten. Und ich habe mich in den Momenten so unglaublich klein gefühlt. Kennst du es auch? Aber in genau solchen Momenten habe ich in meinem Leben auch erlebt, dass es einen Vater gibt. Einen Vater im Himmel, der kein einziges Spiel von mir verpasst, weil er sich für mich interessiert. Ich habe einen Vater erlebt, der sich so für mich interessiert, dass er sich nichts mehr wünscht, als mit mir Zeit zu verbringen. Er hat diese Erde gemacht und mich auch. Ich bin seine Idee. Und dieser Vater sagt zu mir, ich glaube an dich. Und wenn alle anderen nicht glauben, ich glaube an dich. Jungs, ich würde glaube heute Morgen nicht hier stehen, wenn Gott nicht an mich geglaubt hätte. Und die Frage ist, kannst du dir vorstellen, dass Gott genauso an dich glaubt? Genauso. Dass er dir signalisieren möchte, ich interessiere mich für dich. Und genau in den Momenten, wo du denkst, ich fühle mich so klein. Daumen hoch. Für ihn bist du einfach großartig. Der Vater in Argentinien glaubt wirklich an seinen Sohn. Und deshalb macht er einen Anruf. Er ruft an beim besten und größten Club der Welt, beim FC Barcelona. Ich habe da so einen kleinen. Und er wird tatsächlich zum Probetraining eingeladen. Und er spielt toll. Aber er hat eine echte Schwäche. Bei einer Untersuchung kommt raus, der Kleine hat ein echtes Problem. Ein Problem mit den Wachstumshormonen. Der ist kleinwüchsig. Der ist 12 Jahre alt und sieht aus wie ein 8-Jähriger. Und es gibt nur eine Heilmethode, die ihm helfen kann. Die ist aber teuer. Die kostet 8
kostet jeden Monat 1000 Euro. Und der FC Barcelona, nach dem Probetraining, sagt zu dem Vater des Kleinen: Wir glauben, dass ihr Sohn ein Großer werden kann. Und wir werden alles bezahlen. Alles, was notwendig ist, bezahlen. Diese Heilmethode bezahlen, wenn sie hierher nach Barcelona ziehen. Als ganze Familie. Der Vater kann es gar nicht glauben. Was? Der wird alles bezahlen, was notwendig ist, und dann gleichzeitig kommen ihm wieder Zweifel. Denn Argentinien, Barcelona und Spanien, das ist scheiß weit weg. Da kenne ich niemanden, da habe ich keinen Job. Und er ist sich nicht sicher, was ist denn, wenn diese Heilmethode nicht anschlägt oder wenn mein Sohn dann irgendwann gar nicht mehr gut spielt, auf dem Spielfeld versagt. Und deshalb fragt er ihn selber und sagt: Was denkst du? Und der Kleine sagt: Ich glaube, wir können ihnen vertrauen. Jungs, es gibt im Leben eine alles entscheidende Frage, die heißt nicht: Bin ich toll genug? Bin ich stark genug? Bin ich reich genug? Bin ich lässig genug? Die alles entscheidende Frage im Leben heißt: Wer steht zu mir? Mit allem, was ich bin. Mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Wer steht zu mir? Auch dann, und jetzt wird es interessant, auch dann, wenn meine Schwächen ans Licht kommen. Dann, wenn nimmer drumherum geredet werden kann. Dann, wenn offensichtlich wird, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die nicht so toll sind. Die Probleme, die ich gerne los hätte. Die Dinge, die ich tue und hinterher wieder bereue. All das in meinem Leben, wo ich andere verletzt habe oder selber verletzt worden bin. Und ich trage das mit meinem Leben herum und ich werde es nicht los. Wem kann ich vertrauen? Wem kann ich vertrauen, wenn ich selber doch damit vertrauenswürdig bin? Die alles entscheidende Frage heißt: Wer ist auch dann für mich da? Wer ist dann für mich da? Und ich glaube, dass es da eine Stimme gibt. Eine Stimme aus dem Himmel, die sagt: Ich bin Gott. Ich bin der einzige Gott in dieser Welt, der an dich glaubt. Ich gebe meinen Sohn, damit du und ich und wir alle, damit wir groß werden können, damit du ein Großer werden kannst. Und ich bezahle alles, was notwendig ist. Auch wenn es bedeutet, dass mein Sohn am Kreuz dafür sterben muss, billiger ist Heil und ewiges Leben nicht zu bekommen. Ich bezahle alles. Ich bezahle alles, um alles wegzunehmen. Alle Probleme und alle Schwächen und all das, was wir schuldig bleiben. Ich bezahle dafür. Ich nehme es weg. Und du hörst es oder hast es vielleicht schon gehört und du kannst es vielleicht gar nicht glauben. Und sagst: Was? Alles nimmt er weg. Und was ist, wenn mir das aber nicht hilft? Du hast vielleicht auch diese Voraussetzung von ihm gar nicht gehört, weil Gott sagt: Ich mache das alles für dich, wenn du zu mir kommst und du denkst, ich will ihm vielleicht gar nicht so nahe kommen. Dann müsste ich vielleicht dir meinen Panzer oder meine Coolness abgeben und du kriegst es mit der Angst zu tun. Und die Frage, die du stellst, ist: Kann man diesem Gott denn vertrauen? Und wenn du mich fragst heute Morgen, dann kann ich dir nur sagen: Ich glaube, du kannst ihm vertrauen. Ich glaube, er ist vertrauenswürdig. Hey, ich glaube, dass es nichts Vertrauenswürdigeres gibt als Gott, der Kraft hat, die wir nicht haben. Ich glaube, dass man Gott vertrauen kann. Weißt du, Jesus hing an dem Kreuz genauso wie die Maus vor in der Mausefalle. Und alle haben gedacht: Jetzt ist Schluss, jetzt ist es vorbei. Jetzt hat ihn der Tod klein gekriegt. Aber Pustekuchen. Die Kraft des Todes hat nicht ausgereicht, sondern Gott hat den Tod besiegt, ist vom Tod auferstanden. Er hat Kraft, die wir nicht haben. Und du musst dir vorstellen, das ist die Kraft, die dein Leben stark machen kann. Das ist wie ein Audi-Motor mit 525 PS. Der hat die Kraft, einen R8 Spider auf die Straße zu schicken. Bist schon mal in einem drin gesessen? Aber wenn du da aufs Gas drückst, roll er die Waldfee. Er hat die Kraft, dein Leben stark zu machen. Die Kraft, die wir
wir, du und ich, nicht haben. Hey, ich wünsche mir nur ein, zwei Wochen. Ich wünsche mir, dass du das ausprobierst. Lass nicht locker, bis du das selber für dich erlebt oder rausbekommen hast, wie du diese Kraft an Bord nehmen kannst. Probier das selber aus. Weil, weißt du, es ist ein Riesenunterschied, ob du über Gott nur redest oder ob du ihn selber erlebt hast. Das ist, weißt du, das ist so wie, vor ein paar Wochen hat mich ein Freund von mir angerufen. Und der wollte mich überraschen und gesagt, wir haben morgen was vor. Und wir saßen am nächsten Tag im Flieger nach Barcelona. Und wir saßen abends im Stadion. Und der kleinste und der schmächtigste Spieler auf dem ganzen Platz, der hat alle nass gemacht. Der hat in einem Champions League-Spiel, FC Barcelona gegen Bayer Leverkusen, 5 Tore geschossen. So viel wie noch nie zuvor in der Champions League. Und ich war im Stadion. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich wünsche mir von dir, dass du über Gott nicht nur redest, sondern dass du es selber miterlebst. Weißt du, ich habe damals in Barcelona, ich habe noch die Eintrittskarte. Ich habe die mir aufgehoben. Historischer Tag. Als Zeichen dafür, ich war dabei. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Was Besseres, als Gott persönlich kennenzulernen und irgendwann diesem Gott auch persönlich in die Augen zu schauen, kann es im Leben nicht geben. Jesus ist die Eintrittskarte in den Himmel. Es gibt nichts Besseres, als mit ihm zu leben. Und vielleicht sollst du ihn mal echt wirklich kennenlernen. Ich wünsche dir es so. Danke für eure Zuhörer. Amen.